جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. Und dann er sagt, وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَ فِي الْقُرْآنِ. Das heißt, die das verleugnen, werden an dem Baum, das verflucht ist, Zakum ist das, dieser Baum, Zakum, das verflucht ist, in, Paradies, in der Hölle wartet, das Früchte haben wird, wie die Köpfe des Satans. Und von diesem Früchte werden die Bewohner der Höllenfeuer in ihre Magen hineingefüllt, was nur Glut ist. Und ihre Magen werden auseinanderplatzen. Und die werden sich ersticken darin, weil es hat viele Dörner auch. Diese Frucht hat so viele Dörner und Schmerzen, Leid, dass sie das nicht aushalten können. Deswegen, wir sagen zu den Leuten, die sagen, Mehdi ist unlogisch, dann ist für euch auch das Nachtreise von Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine unlogische Sache. Und Allah sagt über diese Leute, wir haben nur diese Nachtreise gemacht als Prüfung, diese Nachricht. Guck, ist verbreitet in der ganzen Welt. Die Nachricht von wem? Dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam in der Nacht gereist ist. Dass er in der Nacht gereist ist von Mekka nach Beitul Maqdis und von dort zum siebten Himmel bis gestiegen, zum Himmel siebte Stufe und hat danach Allah azawajalla getroffen. Dann ist er zu Paradies und zur Hölle gegangen und wurde ihm einige Stellen von Paradies und Hölle gezeigt. Wer sagt, das ist alles unlogisch? Ihm erwartet Shajaratul Mal'una, was im Koran erwähnt wird, Zakkum, Höllenfeuer. Deswegen, was ist die Reaktion von einem Muslim, wenn er diese Nachrichten von Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, dass er nicht mehr darüber Kommentar macht, sondern er sagt, wir glauben es und wir bestätigen es. Wir hören es und wir glauben es und wir werden es bestätigen. Deswegen, liebe Brüder, möge Allah azawajalla uns von den Gläubigen machen, die keinen Zweifel in ihre Religion haben. Denn jemand, der Zweifel in der Religion hat, ist schlimmer als ein Sünder. Jemand, der Zweifel in der Religion hat, Shubhat hat, ist schlimmer als jemand, der in Shahawat, in seine Lüste hineingefallen ist. Weil jemand, der in Shahwa, in seine Lüste hineingefallen ist, der macht Taube. Der sagt, ich habe Allah Alkohol getrunken, vergib mir. Ich habe Zina gemacht, vergib mir. Ich habe Glücksspiele gespielt, vergib mir. Aber jemand, der Shubha in der im Herzen hat, Zweifel hat in der Religion, der wird nicht Taube machen. Sehr schwer, dass er Taube macht. Weil er denkt, was er glaubt, diese Zweifelkeiten, was er bringt, sind richtig, logisch und sind perfekt. Deswegen wir sagen zu allen Menschen, wenn ihr die Wahrheit haben wollt, versteht den Islam, wie die erste Generation der Menschen verstanden haben. Wie sie es praktiziert haben, umgesetzt haben, das ist der Islam. Alles andere, was erzählt wird oder gepredigt wird, kann Islam sein und kann nicht vom Islam sein. Deswegen muss das von den großen Gelehrten überprüft werden. وَآخِرُ الدَّعْوَانَ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Noch etwas anderes zum Abschluss. Auch heutige Schiiten oder von gestern bis heute die Schiiten glauben auch über die Mehdi. Aber hier ist jetzt die Frage, ist ihre Mehdi und unsere Mehdi dasselbe oder nicht? Glauben wir und die anderen auch zu Mehdi oder nicht? Das heißt, es gibt Menschen, ich habe euch erzählt in meinem Vortrag, Al-Mahdi haqiqatun la khurafatun, das Mahdi a.s. ist die Wahrheit und ist keine Erfindung, keine Aberglauben. Aber es gibt heute Muslime, die sich Muslime bezeichnen, besser gesagt, die Rafida, Schiiten, und sagen, wir glauben auch an die Mahdi. Aber ist ihre Mahdi und die Mahdi, worüber die Sahabe uns überliefert haben, derselbe oder nicht? Erstens, Unterschiede. Erster Unterschied, unsere Mahdi, wir haben gesagt, ist ein Mensch und macht Fehler. Ist nicht ma'sum. Sie sagen, dass ihre Mahdi ist was? Ihre Mahdi ist auch ein Mensch, aber der ist ma'sum. Das heißt, er macht keine Sünde. Das heißt, ist ein Heiliger für sie. Ist der Mahdi ein Heiliger? Das heißt, wir sind nicht dasselbe. Zweitens, sie sagen, das ist der zwölfte Imam. Der zwölfte Imam, der angeblich in so einem kleinen Loch, ich habe das Bild gesehen, ist nicht mehr als 30 cm großes Loch. Die nennen das Höhle, ist da reingegangen und ist nie wieder rausgekommen. Und die sagen, erst vor Untergang der Erde wird er rauskommen. Das heißt, ein normaler Mensch, stell dir vor, 30-Jähriger, 40-Jähriger, hat geschafft, in so eine 30 cm Loch reinzugehen und seit 1100 oder 1200 Jahren ist er immer noch in diesem Loch und wird rauskommen, behaupten die.
Drittens, die schiitische Mehdi, wenn er kommt, was wird er machen? Der schiitische Mehdi, wenn er kommt, er wird Kaabe verbrennen. Hört richtig zu, das steht in ihren Büchern. Was wird er tun? Er wird Kaabe verbrennen, Masjid al-Nabawi zerstören, die Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam zerstören und er wird das Friedhof von Sahabe aufmachen, bestimmte, wie zum Beispiel Aisha radiallahu anha, ihre Grab wird aufgemacht und dann, wie sie behaupten, sie sagen, ihre Knochen werden an das Wand, an eine Mauer geklebt und dann wird jeder Stein nehmen und auf diese Knochen werfen, wal'iyadhu billah, und damit soll angeblich diese Strafe, Besteinigung, was sie gemacht hat, uneheliche Beziehung, was die Schiiten auf sie Verleumdung machen, obwohl darüber im Koran, Surat an-Nur, auf sie ihre Sauberkeit gekommen ist und dass das gelogen ist. Und wer darüber noch lügt, wird Allah ihn verfluchen und ihm eine große Art und Strafe geben, haben die Schiiten bis heute diese Vers nicht akzeptiert und verbreiten diese Lüge. Und sie sagen, wir werden diese Frau dann was tun? Mit Steinigen. Und dann, was werden die noch tun? Fünftens, und sie werden alle anderen Sachen, das heißt alle anderen Religionen, nicht anfassen. Das heißt, werden nicht zum Islam aufrufen. Unsere Mehdi wird weder Kaabe kaputt machen, ganz im Gegenteil, er wird das Kaabe in Schutz nehmen, er wird die Sahabe in Schutz nehmen, er wird Koran und Sunna in Schutz nehmen und er wird die anderen Völker zum Glückseligkeit, zum Islam aufrufen. Er wird weder Kaabe vernichten, noch wird er die Sahabe ihre Gräber beschmutzigen, noch wird er, wie heißt das, Hetze machen gegen die Sahabe, sondern er wird sogar die anderen Völker zum Islam, zum Glückseligkeit aufrufen. Jetzt ich frage euch, ist unsere Mehdi und der Mehdi von Schia derselbe? Ist nicht derselbe, das ist sehr wichtig, weil die Schiiten kommen immer mit dieser Taktik und die sagen, ihr glaubt doch auch an Mehdi und der Mehdi wird von uns kommen. Wir sagen, von euch wird der Dajjal kommen. Wieso? Weil Nabi sallallahu alaihi wasallam sagt im Hadith Sahih, dass vor Untergang der Erde wird Dajjal rauskommen vor Khorasan. Wo ist Khorasan? Heutige Ost-Iran. Wird von dort rauskommen und wird 70.000 Soldaten haben. Das heißt, wenn von euch jemand rauskommt, jetzt ist das der Dajjal und nicht der Mehdi alaihi salam. Habt ihr verstanden? Deswegen versuchen sie mit dieser Propaganda die Sunniten so reinzulegen und die Wahrheit ist, dass sie haben einen ganz anderen Mehdi als unserer Mehdi und kann niemals das mit gleich für gehalten werden. Und unserer Mehdi hat seinen Namen schon bekannt, haben wir schon gesagt, seine Familie ist bekannt, sein Aussehen ist bekannt und was sie sagen, ist ganz andere Sachen und das kann man auch in ihren Quellbüchern finden. Wir haben jetzt ein Buch von Hind bekommen, aus Indien bekommen, was auf deutsche Sprache übersetzt worden ist und zwar das wahre iranische Revolution auf dem islamischen Waage, Schalwaage, wenn man das mit Lupe, islamischer Lupe schaut, was eigentlich dieser Revolution, was sie gemacht haben vor 20, 30 Jahren, wie viel das nicht mit Islam übereinstimmt und was heute sie Gesetze gebracht haben, wie das öffentlich dem Koran und Sunna widerspricht, kann man es dort sehr leicht finden. Deswegen, wir sagen zu jedem, jeder, der zum Islam ruft, sein Islam ruft, wird einen Nutzen haben. Zu jeder Gruppe sagen wir das, egal zu welcher Gruppe er gehört. Dein Ruf wird bei Allah Früchte tragen, wenn es genauso ist, nach dem Verständnis des Sahabe, nachdem du es verstanden hast, wie Abu Bakr und Umar und andere den Islam angenommen haben. Möge Allah uns mit diesen Leuten Yawm al-Qiyam zusammenbringen. Denn die Schiiten, wenn sie jemandem schlechtes Dua machen, dann die sagen, oh Allah, mach ihn mit Umar zusammen. Wir sagen Amin. Wir wollen mit Umar zusammen sein. Weil sie denken so, als ob die sagen, er soll mit Satan zusammen sein. Weil sie sagen, Umar ist schlimmer als der Satan. Die sagen, dass Umar drei Stufen unter Satan wird. Deswegen, einige schiitische Gelehrten haben Ikhtilaf. Wer ist schlimmer? Der Umar oder Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah? Einige sagen, Ibn Taymiyyah ist schlimmer als Umar radiallahu anhu und andere sagen, nee, Umar war schlimmer als Ibn Taymiyyah. So verrückt sind diese Leute. Deswegen möge Allah sie aber recht leiten. O Allah, leite die Schiiten alle recht, denn sie wissen nicht. Wir wollen nicht Hass hier predigen, sondern wir bitten auch Allah, dass die Schiiten zum Islam kommen sollen. Denn
Islam, Tür ist für jeden offen. Egal welche Hautfarbe, welche Nationalität, welche Herkunft. Islam ist Religion der Vernunft und Barmherzigkeit. Und wir bitten zu Allah, O Allah, leite die Schiiten zum geraden Weg und mach sie zu guten deiner Diener. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.